Dirk Thiele für Avia TV von der Hochfürstschanze in Titisee-Neustadt. Wie Sie wissen, ist das die vierte Station des Weltcups. Und ja, die ersten drei Sieger waren zumindest Überraschungen, der vierte vielleicht nicht. Aber was die Deutschen dort abgeliefert haben, das war erste Sahne. Dieser Zweifacherfolg ist das eine, aber wahrscheinlich wissen Sie das gar nicht, um ein Haar wäre es sogar ein Dreifacherfolg geworden. Denn der Eisenbichler war ja nur 0,3 Punkte hinter Stefan Kraft. Und dann wäre es eine Wiederholung gewesen, lassen Sie mich überlegen, von 1990 in Sapporo. Da gab es ein Kiesewetter, gab es ein Thoma und ein Heumann. So, das waren nun die ersten drei. Aber was ist denn danach passiert? Mittlerweile haben 6 Athleten schon die Olympianorm. Und was tun, sprach Zeus. Die überbieten sich, die sind so gut. Und okay, Laie und Geiger, den kannte man vielleicht schon. Aber da war ein gewisser Pius Paschke. Ja, Pius wer? Es wird höchste Zeit, dass wir Sie ihn vorstellen. Hallo Pius. Hallo. Sag mal, du machst das Treiben verrückt. Naja, geht schon. Ja, geht schon, ja, das ist typisch, geht schon. Sag mal, was hast du die letzten so 7-8 Jahre gemacht? Bin ja fleißig Ski gesprungen. Ja. Nicht ganz so gut wie jetzt, aber eigentlich nicht viel anders wie jetzt. Aber du musst doch einen unglaublichen Willen haben, sich in der zweiten Liga, ich sag's mal so, durchzukämpfen und immer am Ball zu bleiben, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ist manchmal nicht so leicht. Na, das unterschätzt man oft. In der zweiten Liga ist es oft nicht leicht zum Springen, weil oft kommen von oben welche runter, von unten drücken die Jungen nach. Und ja, aber da bin ich jetzt lang gesprungen und ich habe aber trotzdem auch einen Spaß immer dabei gehabt. Auch wenn man nicht im Weltcup springt, ist ja Skispringen eine schöne Sportart. Ja, eine schöne Sportart, auch eine gefährliche Sportart. Und wie gesagt, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Mut. Kennst du einen gewissen Sepp Heumann? Natürlich, der ist ja im Nachbardorf von mir aufgewachsen. Aufgewachsen, und das war der mit dem Dreier. So, du bist ja nun auch schon auf dem Podest mit dem Team. War das eine Überraschung, dass der Trainer dir das Vertrauen geschenkt hat? Ja, ein bisschen schon. Bin heute da in Kusamo einfach gut reingekommen. Die ersten Sprünge waren gut. Ansonsten war es dann halt eigentlich das, warum ich dann auch dabei war. Weil die anderen Springen ja, haben ja da nicht schlechter Ski gesprungen. Es waren halt nur die ersten zwei Sprünge, wo ich ganz gut dabei war. Und es war dann für mich halt, war es eine ganz andere Situation. Teamspringen habe ich so nicht gekannt und war wirklich cool. Ja, das war wirklich cool und es war wirklich gut. Und wie bist du denn finanziell über die Runden gekommen? Ich meine, man wird ja nicht reich in der zweiten Liga am Skispringen. Nein, vom Skispringen habe ich, also mit dem Skispringen selber habe ich nichts verdient. Ich habe aber glücklicherweise gute Arbeitgeber gehabt. Also muss ich an der Stelle 2 Behörden danken, auch mit der Bundeswehr, weil die haben mich relativ lang unterstützt. Und der größte Dank geht aber sicher an die Bayerische Polizei. Die haben dann doch den ja schon ein bisschen älteren Athleten wie mich dann letztes Jahr noch in die Förderung aufgenommen. Da bin ich wirklich dankbar. Und das hat bei mir, glaube ich, schon ein bisschen was bewirkt. Also ich bin einfach seitdem vom Kopf her ein bisschen freier. Ich habe gewusst, wenn egal was jetzt kommt, da bin ich gut aufgekommen. Und ja, ist sicherlich auch ein bisschen ein Grund. Es gibt ja Athleten, die denken mit 27, 28 schon ans Aufhören. Du startest jetzt erst richtig durch. Wohin geht denn die Reise? Schauen wir mal, ich hoffe noch ein bisschen weiter nach oben. Ja, das würde ich mir wünschen. Olympianorm hast du schon? Aber das glaube ich war vor dem Winter, haben wir das schon fast gedacht, so wie die Jungs gesprungen sind, dass das mehrere schaffen. Und das ist noch ein Weg hin und schauen wir mal, was bis dahin noch passiert. Aber freiwillig gibst du das Ticket nicht ab? Ich mache es die anderen nicht leicht. Ich mag da schon ein bisschen mitkämpfen. Ja. So ist es nicht. Aber die anderen machen das genauso. Und es ist ja auch gut, weil es ist dann eine gute Gruppendynamik drin. Und wir stacheln uns da gegenseitig an. Und wie sieht es denn privat aus bei dir? Bist du noch zu haben oder so? Wie sieht das aus? Nein, ich bin nicht mehr zu haben. Also da können wir schon einen Schussstrich machen hier. Und beruflich später mal an der Straßenkreuzung stehen, Verkehr regeln? Nee, oder? Ja, mal schauen. Die Bayerische Polizei hat ja da recht viele Möglichkeiten. Also man kann sich da ja ein bisschen ausleben. Ich muss ja nicht an der Straße stehen, ich kann ja was anderes machen. Also. Du hast aber jetzt eigentlich auch keinen Druck. Das geht alles. Du kannst dich voll und ganz dem Skispringen widmen. Genau, ja. Im Endeffekt ist es so und das habe ich eben gemerkt. Das ist, ich habe einfach gerade einen Spaß am Springen, egal was jetzt kommt. Das ist für mich eigentlich Zugabe und
ja, ich genieße es eigentlich gerade nur, dass ich da dabei bin, ja. Okay, und ich danke dir und ich wünsche dir, dass wir nicht das letzte Interview miteinander gemacht haben hier. Spring so weiter und ärgere die anderen auch ein bisschen. Mache ich, ja. Piers Paschke, danke schön. Danke, ja.